Wie öffne ich meine Trades, wenn ich selbst trade, unter Berücksichtigung meines Risikomanagements? Wie berechne ich meine Positionsgröße? Wie setze ich meinen Stop-Loss und meinen Take-Profit? Und wie funktioniert das Ganze auf meiner Handelsplattform in der Praxis? Das zeige ich dir in diesem Video, deswegen bleib dran und herzlich willkommen auf dem Kanal. In diesem kurzen Video zeige ich dir, wie gesagt, wie ich selbst Trading-Positionen öffne und wie ich das Ganze für mich berechne. Also hier handeln wir natürlich nicht nach einer bestimmten Strategie, sondern wollen einfach mal eine Position auf einem Trading-Konto öffnen. Das heißt, wenn wir beispielsweise hier TradingView für die Chart-Analyse benutzen, also diese benutze ich für meine Chart-Analysen immer, das ist eine super Plattform, kann ich jedem empfehlen, der auch professionell traden möchte. Und hier haben wir jetzt den Bitcoin-US-Dollar-Chart. Ich werde jetzt nicht auf bestimmte Signale einer Handelsstrategie warten. Da können wir auch länger warten, man weiß nie, wann jetzt ein Signal jetzt kommen sollte. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier eine Position öffnen. Das heißt, wenn ich beispielsweise jetzt ein Signal hätte von einer Strategie, die ich jetzt nutze, und hier zu diesem Zeitpunkt jetzt ein Signal kommt, dass ich eine Long-Position aufmachen soll, dann mache ich das folgendermaßen. Ich berechne das erstmal alles in TradingView. Das heißt, ich kann entweder hier bei diesen Shortcuts oder wenn du jetzt diese noch nicht eingestellt hast, dann kannst du hier auf Long Position klicken, wenn es eine Long Position sein muss. Okay, da mag es jetzt eher danach aus, ob er jetzt noch weiter fallen wird, aber probieren wir dennoch. Dann beispielsweise würden wir hier jetzt eine Long Position öffnen. Unser Stop Loss ist unter dem letzten kleinen Tief. Das heißt, wir haben gerade eben hier so ein Tief hoffentlich gebildet. Wenn es nicht jetzt noch weiter runter geht, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir hier ein kleines Tief hatten. Wir das Ganze mal ein bisschen größer machen. Und knapp darunter haben wir jetzt unseren Stop Loss nach unserer Trading Strategie. Und haben normalerweise bei dieser Trading-Strategie ein Risk-to-Reward-Ratio von 1 zu 3. Haben wir hier so ungefähr eingestellt. Und das wäre jetzt unser Trade. Das wäre jetzt unser Preis beim Stop-Loss, den wir jetzt einsetzen würden. Und unser Gewinn würden wir jetzt bei diesen 22.816 nehmen und den Stop-Loss bei 22.062. In Verbindung mit meinem Risikomanagement möchte ich jetzt beispielsweise immer maximal 2% meines Trading-Kapitals riskieren. Deswegen muss ich daraus jetzt natürlich meine Positionsgröße berechnen. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, jetzt beispielsweise 100.000 Euro auf dem Konto habe, dann möchte ich maximal 2% riskieren. Das sind dann 2.000 Euro, die ich für diesen Trade riskieren darf. Deswegen muss ich ja wissen, wie viel ich einsetzen darf für den Trade, damit das Ganze auch bei diesem Preis hier genau 2.000 Euro Verlust sind, also bei diesen 22.062. Und das Ganze mache ich folgendermaßen, also ich kann das auch selbst berechnen oder ich kann hier auch ein paar Online-Position-Size-Kalkulatoren nutzen, also gibt es unzählige davon, kann man googeln. Ich habe jetzt sehr spontan einen gegoogelt, auch von der ersten Seite einen genommen. Und hier kann ich das alles eingeben. Vorerst öffne ich natürlich meine Trading-Plattform, also ich habe so ein kleines Unterkonto, wo ich ein bisschen was drauf habe, um gewisse Sachen auszutesten. Hier habe ich so ein kleines Fairdesk-Konto nebenbei. Das ist jetzt nicht mein Haupt-Trading-Konto. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir knapp 1.500 Euro hier drauf. Das nutzen wir jetzt mal auch für diesen Test. Und dann haben wir eigentlich alle Input-Daten, die wir für die Berechnung benötigen. Also dann machen wir diesen Kalkulator hier auf. Das ist hier von chartyourtrade.com. Kannst du hier durch auch kopieren und übernehmen. Es gibt auch viele andere Kalkulatoren, ist jetzt unwichtig. Jetzt haben wir ein Account Value Amount, das heißt unser Kontostand, der war jetzt ungefähr bei 1.500 Euro, genauer gesagt 1.497, wollen wir mal auch hier genau sein, 1.497. Dann, wie viel Prozent wollen wir riskieren? Wie gesagt, 2% riskiere ich pro Trade. Dann der Einstiegspreis wäre in dem Fall, okay, der ist jetzt ein bisschen hochgerutscht, wir können jetzt nicht perfekt das Ganze so übernehmen. Das haben wir bei 22.293, das geben wir hier ein, 22.293. Und Initial Protective Stop, das ist unser Stop-Loss, den haben wir hier oft unter dem letzten Tief, das wäre dann hier ungefähr, das wäre dann die 22.073. Das ebenfalls hier so eingeben, 22.073, und dann haben wir alle Input-Daten für die Berechnung
und unsere Positionsgröße wäre hier 2229 Euro, die wir als Positionsgröße benötigen, um dann bei dem Preis von 22.073 nur 2% zu riskieren. Wir können das Ganze auch mal gegenrechnen, indem wir jetzt einfach mal das Lineal hier nehmen und schauen, wie viel Prozent wir hier den Stop-Loss darunter haben. Also prozentual gerechnet sind wir 0,92%. Muss der Preis fallen, um dann unseren Stop-Loss hier zu fangen. Deswegen einmal also die 1479, 2% davon, nehmen wir mal 2%, sind dann fast 30 Dollar. Das sind unsere 2%, die wir riskieren. Wenn wir jetzt mal das Ganze hier berechnen, also wenn wir jetzt den Preisverfall von dem Einstiegskurs bis zum Stop-Loss, das sind knapp 0,92% Preisverfall. Also wir haben ja eine Positionsgröße berechnet von 2229 Dollar. Die nehmen wir jetzt, also 2229, dann mal 0,92% Preisverfall hätten wir ja dann. Das ist hier 20 Dollar. Okay, sind etwas weniger als 2%, weil natürlich wir hier so ein ungefähres Lineal genommen haben. Aber die Größenordnung stimmt ja ungefähr. Also wenn man es ganz genau berechnen würde, dann wäre das auf jeden Fall viel näher an diesen 30 Dollar dran. Aber du siehst, so ungefähr passt das. Wir müssen hier das Ganze mittlerweile ein bisschen anpassen, wenn wir hier zu dem Marktpreis eine Position eröffnen wollen. Und dann tun wir das einfach. Also mit diesen Angaben, die wir jetzt hier haben, mit dieser Position, öffnen wir das Ganze mal auf Fairdesk mit einer Long-Position. Also wir öffnen das mal zum Marktpreis, das heißt zum aktuellen Kurs, den wir jetzt haben, wollen wir eine Position öffnen. Ein Take-Profit und Stop-Loss wollen wir ebenfalls eingeben. Das wäre jetzt einmal für den Stop-Loss 22.073 Dollar. Das geben wir hier ein. Und ein Take-Profit haben wir ja hier gesetzt von 2000 von, na, passen wir das nochmal mit dem Risk-to-Reward hier an, nachdem wir das Ganze hier hin und her geschoben haben. 1 zu 3 haben wir ja dann ungefähr berechnet, also 23.016. So, dann haben wir das alles hier eingegeben und müssen jetzt unseren Einsatz wissen. Den haben wir hier, 2229 Euro, haben wir aber nicht, wir haben nur 1500. Deswegen brauchen wir dann einen Hebel. Da kommt der Hebel ins Spiel. Also um wie viel mal mehr als diese Summe brauchen wir, um auf diese 2000, grob gesagt 300 Dollar zu kommen. Also mit anderen Worten, wie oft passt unsere Margin Balance, also unser Eigenkapital, in diese Positionsgröße rein? Das können wir ganz leicht berechnen. Dann nehmen wir einfach mal die 2229 geteilt auf die jetzt 1497. Da hätten wir ungefähr 1,5x. Bei Fairdesk kann man natürlich immer nur ganze Zahlen hier eingeben für den Hebel. Deswegen runden wir hier etwas auf. Dann nehmen wir hier beispielsweise 2x. Also wir bräuchten hier nur 1,5, aber nehmen wir hier 2x. Bestätigen das Ganze. Jetzt habe ich die Seite neu geladen. Jetzt muss ich kurz nochmal das Ganze hier eingeben. So, dann haben wir unseren Take-Profit und Stop-Loss drin. Wir haben 2x Hebel, damit wir genug Eigenkapital haben, um dann auch zwar ungefähr 2% zu riskieren. Genau 2 wird es nicht, haben wir ja gesehen. Das schwankt so etwas. Deswegen bei meinen Positionsgrößen schaue ich, dass da im Rahmen zwischen jetzt 1,5 und 3% sich das Risiko ungefähr bewegt. Wenn ich ein kleineres Konto hätte, jetzt beispielsweise, wenn ich es mit dem Konto jetzt starten würde, dann würde ich ein bisschen mehr sogar Risiko auf mich nehmen, um das kleine Konto etwas schneller groß zu traden. Werde ich aber, wie gesagt, in einem anderen Video mal erläutern. Jetzt öffnen wir mal diese Position. Hier können wir jetzt mal unser eingesetztes Kapital hier komplett so übernehmen. Die 100% übernehmen. Mit 2x sind wir bei knapp 3000 Dollar. Ist etwas über den Betrag, den wir kalkuliert haben. Deswegen haben wir wahrscheinlich so ein Risiko von etwa 3%. Ist auch noch komplett in Ordnung. Öffnen wir mal hier unseren Trade. Und dann haben wir unseren Trade hier mit 2x Long-Position geöffnet. Unser Entry-Price, dann unser eingesetztes Kapital, 0,13 Bitcoin. Wenn wir das Ganze mal umrechnen, dann sollte es auch ungefähr auf unsere Positionsgröße rauskommen. Genau, 2896 Dollar haben wir jetzt im Trade drin. Wir sind jetzt mit
einem Dollar ungefähr im Profit damit. Wir haben unseren Liquidation Price, also wenn wir keinen Stop-Loss hätten, dann würde bei diesem Preis unsere ganze Position liquidiert werden, weil wir natürlich mit einem Hebel drin sind. Und wir haben hier auch unseren Take-Profit und Stop-Loss. Wenn wir diese mal anklicken, haben wir hier, wie gesagt, hier unsere etwas unter 30 Dollar, also 26,9 Dollar im Risiko. Das heißt, wir haben unseren Stop-Loss, wie gesagt, vorhin hier fixiert auf TradingView. Wir haben unsere Positionsgröße so berechnet, dass wir mit diesem Stop-Loss ungefähr 30 US-Dollar riskieren. Das heißt, wir sind knapp sogar unter 2%. Und wir haben unseren Take-Profit drin. Also wenn das Ganze im Profit dann schließt, dann haben wir einen Gewinn von 95 Dollar. Also ein Risk-to-Reward-Ratio von ungefähr 1 zu 3. Also nochmal, damit wir das Ganze kurz nochmal summieren. Wir schauen uns bei TradingView, dann machen wir unsere Analysen, haben dann unsere Indikatoren. Wenn wir dann eine Position aufmachen müssen, beispielsweise, dann nutzen wir hier dieses Tool als Long-Position. Haben wir hier dann beispielsweise unseren Einstieg, wenn wir eine Marktorder haben, dann hier irgendwo unseren Stop-Loss. Wenn wir beispielsweise das letzte Tief als Stop-Loss nehmen, knapp darunter haben wir dann unseren Stop-Loss drin. Take-Profit muss in Übereinstimmung sein mit unserer Strategie. Das heißt, jetzt beim nächsten Widerstand, wenn wir hier sehen, dass wir den Widerstand hatten, beispielsweise dann knapp darunter, wenn es die Strategie so vorschreibt oder ein Risk-to-Reward-Ratio von beispielsweise 1 zu 3, dann müssen wir natürlich hier das Ganze etwas höher nehmen. Dann haben wir hier ungefähr 1 zu 3 Risk-to-Reward und diese zwei Stop-Loss und Take-Profit übernehmen wir dann für unseren Trade. Die geben wir dann, wenn wir unseren Trade hier aufmachen, geben wir dann bei Fairdesk ein und kalkulieren, wie viel wir jetzt als Einsatz brauchen in irgendeinem Kalkulator oder selbst. Dann müssen wir zum Beispiel Chart Your Trade, um diese Angaben hier auszufüllen. Dann haben wir unsere Position Size, die wir ebenfalls dann ungefähr berechnen. Also da berechnen wir, wie viel X wir brauchen, um auf unsere Positionsgröße hochzukommen. Da haben wir jetzt aufgerundet auf 2x und dann hier mit dem Regler 100% genommen, um dann das ganze Eigenkapital hier einzusetzen. Plus 2x Hebel, fast 3000 US-Dollar sind es dann im Endeffekt geworden und haben unsere Position entsprechend geöffnet. Ich hoffe, das ist einigermaßen jetzt klar geworden. Ich werde mal jetzt diese Position in diesem kleinen Minus mal schließen, weil wir natürlich nicht nach einer Trading-Strategie gehandelt haben. Drücke ich hier mal auf Quick Close. Wenn du selbst noch keine eigenen Trading-Strategien hast, dann schau dir auf jeden Fall die Videoreihe unten in der Videobeschreibung an mit meinen getesteten Trading-Strategien, die ich für dich 100 Mal auf diesem Kanal getestet habe. Und wenn du ebenfalls Fairdesk, was ich dir sehr empfehlen würde, als Trading-Plattform nutzen willst, dann benutze du ebenfalls den Link unten in der Videobeschreibung. Da bekommst du außerdem bis zu 5.000 US-Dollar Bonus auf dein eingezahltes Deposit obendrauf. Deswegen kannst du dich unten kostenlos registrieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, erfolgreiches Trading und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.